Es ist schon ein imposanter Anblick. Eine 99-Meter-Yacht schiebt sich langsam aus dem Trockendock der Abbe King und Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft in Lemwerder. Die Werft mit über 100-jähriger Schiffsbautradition hat sich inzwischen auf Luxusjachten spezialisiert. Das derzeitige millionenteure Luxusschiff ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Nonstop News eines der größeren Projekte der Schiffsbauer an der Weser und hat noch keinen Namen. Auch wer der Auftraggeber ist, bleibt bislang geheim. Die majestätische Yacht wurde am späten Donnerstagabend aus der großen Trockendockhalle über eine Spezialkonstruktion auf Schienen auf einen Schwimmponton verladen. Der Spezialponton wurde hierfür extra aus Norwegen geholt. Auch musste das Werftbecken extra hierfür ausgebaggert werden. Dort wird sie nun weiter bearbeitet, bis das Schiff dann bei der Taufe und dem Stapellauf ins Wasser darf. Wann genau dies sein wird, ist derzeit nicht bekannt.